Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin Ramona und das ist mein Kanal Binstempeln. Und heute möchte ich gerne mit euch so eine Verpackung basteln. Und zwar ist es eine Rahmenverpackung, in der drei gleich große Schachteln enthalten sind. Und in die Schachteln, da kann man dann Kleinigkeiten hineintun. Und diese Verpackung, die habe ich jetzt speziell zur Geburt eines Kindes gebastelt. Und da kann man dann Sachen reintun, wie zum Beispiel ein Schnuller, eine Schnullerkette oder ein Schnuffeltuch, vielleicht einen kleinen Beißring oder sowas oder ein kleines Stofftier. Also ich denke, da findet sich schon das ein oder andere, was man dann in diese kleinen Schachteln reinmachen kann. Genau. Die Idee zu der Verpackung, die stammt nicht von mir. Ich habe diese schon mehrmals bei Pinterest und Instagram gesehen, leider immer ohne Anleitung. Und die Verpackung, die steht schon lange auf meiner To-Do-Liste, die wollte ich schon lange mal nachbasteln. Und jetzt habe ich die Zeit gefunden, mir selber mal die Maße auszurechnen. Und ja, das kam dabei raus und die möchte ich heute gerne mit euch basteln. Das Stempelset, was ich dafür verwendet habe, nennt sich Kleine Elefantasie. Das findet ihr im neuen Jahreskatalog. Die Seitenzahl, die werde ich euch einblenden. Und das ist ein ganz tolles, niedliches Stempelset mit diesen süßen kleinen Elefanten. Und auch die Maus, die finde ich ja so zucker, die ist so süß. Und dann habt ihr noch Sprüche dabei wie: Hab deinen Geburtstag nicht vergessen, du bist elefantastisch, kleines, großes Glück und hurra, du bist da. Genau. Passend dazu gibt es natürlich wieder Stanzformen. Und ihr könnt alles, was ihr hier auf dem Cover sehen könnt, also alles bis auf die Sprüche mit den Stanzformen ausstanzen. Und ihr habt sogar noch ein paar extra Stanzen, nämlich hier einmal dieses Gras, dann habt ihr so zwei Schleifen und ihr habt noch Erdnüsse mit dabei, die ihr auch noch ausstanzen könnt. Und Stanzform und Stempelset gibt es wieder als Produktpaket. Das heißt, wenn ihr beides haben wollt, bekommt ihr 10% Preisnachlass. Aber ihr könnt natürlich auch Stempelset und Stanzformen einzeln kaufen. Das ist natürlich auch möglich. Genau. Ich habe schon ein paar Sachen vorbereitet. Und zwar alles, was so doppelt zu machen ist, wie jetzt zum Beispiel diese Würfel. Da habe ich jetzt schon zwei vorbereitet. Einen werden wir gemeinsam machen. Ebenso habe ich auch schon die Elefanten und das ganze Deko, was hier oben drauf ist, schon vorbereitet. Da werden wir aber auch einen Elefanten gemeinsam kolorieren. Und bei der Rahmenschachtel habe ich auch schon zwei Seiten vorgefertigt. Und dann machen wir auch noch zwei Seiten. Also einmal die lange Seite und einmal die kurze Seite. Genau, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Für den Innenwürfel benötigt ihr ein Stückchen Farbkarton. Ich habe jetzt grundweiß in extra stark genommen, in den Maßen 22 x 17 cm. Und das müssen wir jetzt noch falzen. Da legen wir die lange Seite an und falzen in 5 cm Schritten. Also ich lege jetzt bei 5 cm an und falze. Dann bei 10 cm, bei 15 cm und bei 20 cm. Dann drehe ich einmal das Papier so, dass jetzt die letzte Falz unten liegt, die wir gezogen haben. Und dann falze ich wieder mit 5 cm Schritten. Also ich lege bei 5 cm an und falze. Dann bei 10 cm und bei 15 cm. Jetzt brauchen wir eine Schere. Und ich nehme es jetzt so in die Hand, dass hier die lange Seite ist und hier die kurze. Und hier habt ihr gleich große Quadrate. Und hier außen, ihr könnt es wahrscheinlich jetzt nicht so sehen, weil das weißes Papier ist, hier habt ihr eine schmale, also schmale Rechtecke von 2 cm und hier oben habt ihr auch noch mal mehrere Rechtecke mit 2 cm. Und ich fange jetzt hier unten an. Da schneide ich jetzt an der ersten Falzlinie hoch bis zur ersten Querfalz und schneide dieses Rechteck raus. Das schneide ich schräg raus. Und hier oben dieses Rechteck und dieses Quadrat, das brauchen wir auch nicht. Das können wir auch wegschneiden. Da schneide ich hier einmal auch schräg an und schneide das ganze Stück weg.
Ich glaube, ich werde hier die zwei Falzlinien, also ich habe drei waagrechte Falzlinien. Ich werde jetzt aber nur zwei erstmal nachfalzen, damit ihr das besser seht. Also hier oben ist auch noch eine Falzlinie, die falze ich jetzt nicht nach. Und wir schneiden jetzt hier unten weiter. Ihr habt jetzt hier unsere, also das ist jetzt die Klebelasche und hier unten, das wird der Boden werden. Und da schneide ich jede Falzlinie einmal ein bis zur nächsten Querfalz. Dann drehe ich das Papier einmal um 180 Grad und dann nehme ich mir jetzt eine größere Schere, weil hier müssen wir auch einschneiden, nämlich bis zur zweiten Querfalz. Da schneide ich bis hier hoch einmal jede Falzlinie ein. Genau. Jetzt drehe ich mir das wieder. Und jetzt müssen wir uns noch ein paar Klebelaschen schneiden. Und dafür lege ich mir das Papier wieder so an, dass diese kleine kurze Klebelasche auf der rechten Seite ist. Und ich nehme das erste Quadrat hier und lege das einmal um und das dritte Quadrat. Dann brauchen wir den Papierschneider nochmal, weil da müssen wir jetzt was wegschneiden. Und ich lege das jetzt so an, dass hier die Klebelasche ist. Und ich lege oben bei 3 cm hier an und schneide diese Quadrate einmal etwas kürzer. Dann sieht das Ganze so aus. Oben müssen wir auch noch was wegschneiden. Und das hier, das erste, das wird unser Deckel werden. Also das brauchen wir noch. Das knicke ich jetzt wieder zurück und lege das Papier nochmal an. Und zwar bei 9 cm hier auf dieser Seite und schneide auch noch mal einmal komplett durch, so dass das Ganze jetzt so aussieht. Und von diesen dreien benötigen wir die Mitte nicht. Das heißt, ich knicke mir die drei zurück und jetzt kann ich mit der Schere einmal dieses Reststück noch wegschneiden. Genau, so sollte das jetzt aussehen. Und jetzt können wir die restlichen Falzlinien erstmal nachfalzen. Und jetzt brauchen wir nochmal die Schere, weil wir schneiden jetzt noch an diesen Klebelaschen, die wir eben gekürzt haben. Die können wir auch nochmal anschrägen. So könnt ihr dann die Schachtel einfach besser zusammenbauen. Also einfach links und rechts hier einfach so einen kleinen Keil, das kennt ihr ja schon, einfach mal wegschneiden. So, jetzt haben wir noch hier noch eine kleine Lasche. Das wird der Verschluss vom Deckel und die schneiden wir auch leicht schräg an, aber nur ein Stückchen, nicht zu viel, weil das können wir später dann immer noch korrigieren, falls es zu wenig geschnitten wurde. Genau. Und jetzt können wir das Ganze auch schon verkleben. Dann nehmen wir Abreißklebeband und dann mache ich mir auf die kleine Klebefläche einmal Kleber. Und dann wird es mit der gegenüberliegenden Seite einmal verklebt. Und dann sieht man ja schon, das hier oben, das ist dann der Deckel. Den mache ich jetzt erstmal hier rein, um zu gucken, ob ich da genug abgeschnitten habe. Na, nicht ganz, da muss ein bisschen was weg. Da kann ich dann gerade noch mal ein bisschen korrigieren. Genau, so passt der gut. Und das ist jetzt die Vorderseite, das heißt, dieses Stück werde ich zuletzt kleben. Ich werde jetzt erst die kleinen Klaschen runterdrücken, da mache ich jetzt Kleber hin.
Dann kommt erst diese Seite und dann kommt hier noch Kleber hin und dann wird es oben drüber geklebt. Und dann habt ihr auch hier einen schönen Abschluss. Man kann auch noch mal die Schachtel öffnen und mit dem Papierfalter von innen reingehen und es einfach noch ein bisschen zusammendrücken oder festdrücken. Und dann wäre der Würfel auch schon fertig. Und den benötigt ihr jetzt dreimal. Jetzt geht es weiter mit dem Rahmen. Dafür braucht ihr ein Stückchen Farbkarton. Ich habe jetzt hier Papaya genommen. In den Maßen 18,2 x 12,5. Dann brauchen wir wieder unseren Papierschneider, weil auch das müssen wir noch falzen. Und das lege ich jetzt an der kurzen Seite an, also bei den 12,5 cm und falze bei 1,5, dann bei 5,5, da drehe ich mir das Papier einmal um, bei 7 cm und bei 11 cm. Dann drehe ich das Ganze auf die lange Seite, ist egal wie rum. Und leg noch mal an bei 1,5 cm. Und Achtung, jetzt müssen wir hier schneiden und nicht falzen. Und zwar von oben bis zur zweiten Querfalz. Ich gehe jetzt also mit meiner Schneideklinge einmal bis zur zweiten Falzlinie und ziehe einmal nach oben, dass das Ganze so aussieht. Könnt ihr das sehen? Dann brauchen wir eine Schere und das könnt ihr jetzt wahrscheinlich schwer erkennen. Also ihr habt jetzt hier eine Falzlinie und ihr habt auch hier eine Falzlinie. Und an dieser zweiten Falzlinie müssen wir jetzt diagonal zu unserem Schnitt schneiden. Also ich schneide hier von der Kante einmal hier rüber. Und das war es auch schon mit dem Schneiden. Dann können wir die Falzlinie nochmal nachziehen. Und jetzt können wir das Ganze auch schon verkleben. Da mache ich Abreißklebeband einmal an das untere, kürzere Stück. Also ihr habt hier was ausgeschnitten und hier werde ich jetzt den Kleber aufbringen. Da mache ich auch wieder zwei Bahnen drauf, dann hält es besser. Und dann kann man das Ganze wieder verkleben. Und dann sieht das Ganze einmal so aus. Und es braucht ihr zweimal. Dann brauchen wir ein Stückchen Farbkarton in den Maßen 12,5 x 8,2. Das wird jetzt die kurze Seite von der Rahmenbox werden. Auch hier brauchen wir wieder den Papierschneider und jetzt legen wir an der langen Seite an und falzen genauso wie bei den langen Stücken hier. Und zwar legen wir an bei 1,5 und falzen, dann wieder bei 5,5, bei 7 und bei 11. Und auch hier drehen wir das Ganze wieder auf eine, also auf die kurze Seite, legen bei 1,5 cm an und auch hier schneiden wir wieder bis zur zweiten Falzlinie. Dafür nehme ich wieder die Schneideklinge, setze die auf meine Falzlinie auf und schneide einmal nach oben. Und hier ist es genauso wie bei den längeren Teilen, da müssen wir auch wieder von dem Schnitt runter zu der nächsten Falzlinie diagonal das ganze Stück abschneiden. Also so. Das sieht schwer. So. Dann können die Falzlinien auch nachgezogen werden. Und dann verschließen wir das wieder mit Abreißklebeband. Na, wo ist der Anfang? Hier.
Und dann mache ich auch wieder auf dieses kürzere Stück den Kleber hin. Und verschließt es einmal. Und das müsst ihr jetzt auch zweimal machen. Wenn ihr das habt, dann habt ihr also zwei von diesen kurzen Teilen und zwei von diesen längeren Teilen. Und die werden wir jetzt zusammenbauen. Und die setzen sich wie folgt zusammen. Ihr habt hier einmal eine Diagonale und hier oben habt ihr wie so ein Quadrat. Diese Diagonale, die ist immer oben und ihr habt einmal eine glatte Seite und einmal diese schräge Seite und das Glatte muss immer ins Schräge rein. Also ihr setzt jetzt hier dieses kürzere Stück quasi hier so rein. Und dafür nehme ich aber Flüssigkleber, weil da kann man einfach noch ein bisschen korrigieren, wie mit dem Abreißklebeband. Da mache ich mir jetzt hier auf dieses Quadrat ein bisschen Kleber. Und nochmal auf der anderen Seite auf dieses Dreieck ein bisschen Kleber. So. Hier muss ich natürlich gucken, dass auch dieses diagonale Stück oben liegt. Und dann wird es hier eingesetzt. Und hier achte ich nun drauf, dass es oben gut zusammenliegt. Aber auch unten. Also hier, dass das alles schön bündig anliegt. Und hier ist auch ein bisschen Geduld gefragt. Also hier muss man gut festhalten, damit der Kleber gut anziehen kann. Und wenn ihr denkt, dass er klebt, dann geht es an die nächste Seite. Also hier wird wieder die gerade Seite hier reingesteckt und hier gucke ich, dass wieder die Diagonale oben ist und mache hier unten in das Quadrat ein bisschen Kleber. Oh, das war ein bisschen viel. Und hier in das Dreieck noch mal ein bisschen Kleber. Das Ganze, dass es in der Ecke schön anliegt und auch auf der Rückseite, dass das schön diagonal läuft und wieder gut festhalten. Und dann kommt das letzte Stück. Da müssen wir jetzt auf beiden Seiten Kleber hinmachen, also an dem kurzen Stück mache ich hier wieder Kleber. Und hier. Und ich mache auch gleich hier noch Kleber hin. Schau wieder, dass die Diagonale oben ist. Und setze das Ganze einmal zusammen. Hier müsst ihr nun mit beiden Händen gut das Ganze zusammenhalten und wieder warten, bis der Kleber angezogen hat. Genau, und schon ist die Rahmenbox fast fertig. Da brauchen wir jetzt nur noch einen Boden. Und dazu benötigt ihr ein Stückchen Farbkarton in den Maßen 8,2 x 18,2, genau. Da drehe ich mir jetzt einmal die Box um und mache hier oben rundherum Kleber hin. Und dann kann man das einmal hier oben drauf kleben. Vorsichtig festdrücken
Und dann haben wir die Rahmenbox schon fertig. Jetzt gucken wir mal, ob die Würfel auch reinpassen. Da gucke ich, wo die Vorderseite ist. Die stelle ich mir auch gleich richtig rum rein, damit ich die nicht falsch beklebe. Genau, die gehört so rum. Und so rum. Genau. Passt. Und jetzt geht es weiter mit der Dekoration. Und für die Dekoration habe ich hier schon meine ganzen Teile ausgestanzt. Und den Elefant, den möchte ich noch mal mit euch gemeinsam kolorieren, damit ihr mal seht, wie ich das jetzt gemacht habe. So, den habe ich mir jetzt also noch mal auf ein Stückchen Farbkarton in Grundweiß in Memento abgestempelt. Und kolorieren werde ich ihn mit den Stamping Blends, einmal in Hell- und Dunkel-Schiefergrau. Und dann habe ich eine von den neuen Farben genommen, die nennt sich SU1000. Und mit der fange ich auch an. Ich fange immer an, meistens bei den Ohren, wenn so ein Tier anzumalen ist. Da male ich das Innere vom Ohr mit dieser Farbe. Und auch unten die Füße so ein bisschen. Dann nehme ich das dunkle Schiefergrau und jetzt gucke ich halt, wo vielleicht ein bisschen Schatten sein kann. Also ich stelle mir jetzt einfach mal vor, von oben links kommt jetzt die Sonne und dann müsste hier unten vielleicht so ein bisschen Schatten sein, wo der Elefant sitzt. Dann mache ich so ein bisschen mit dem dunkleren, auch hier so am Rand vielleicht. Unterm Rüssel und vielleicht noch so ein bisschen am Kopf. Dann nehme ich die helle und damit werde ich das Ganze verblenden. Und umso öfter ich drüber gehe, umso dunkler wird es. Und da gucke ich halt einfach nur, dass ich dann einen schönen Abschluss bekomme, dass ich dann irgendwie so einen dunklen Rand habe, sondern dass es schön vom Dunkle ins Helle übergeht. Da muss man so ein bisschen öfters mal drüber gehen. Und den Rest, den male ich jetzt einfach nur mit dem hellen Schiefergrau an. An den Ohren nehme ich nochmal das Dunkle und fahre dann nochmal so außen rum. Schwanz noch. Hier sieht man noch ein bisschen was. Da gehe ich noch mal so drüber. Das hält natürlich jetzt noch ein bisschen nach und dann sieht das Ganze einmal so aus. Und das habe ich jetzt aber schon vorgefertigt. Also ich habe die Elefanten schon gestempelt. Und jetzt dekorieren wir nur noch die Schachtel. Dazu nehme ich mir einen Elefant und den setze ich mir auf die eine Schachtel drauf. Dann nehme ich Flüssigkleber. Und den setze ich mir einmal hier hin, weil ich möchte hier unten noch einen Spruch haben. Also setze ich mir ein bisschen höher. Da möchte ich den Spruch kleines, großes Glück und den mache ich mit Dimensionals drauf. Einmal hier hin und dem Elefant mache ich noch eine kleine Blume an den Rüssel. So. Und dann habe ich schon die erste Schachtel dekoriert. Jetzt geht es an die zweite.
Da nehme ich auch wieder, nee, da fange ich an mit dem Gras. Dann nehme ich ein bisschen Gras und setze es hier ungefähr in der Höhe hin. Dann nehme ich den Elefant. Und den setze ich mir so dazwischen. So in etwa. Und das zweite Grasbüschel, das mache ich dann hier unten hin, dass der nicht so in der Luft schwebt. Genau. Und jetzt kommt noch die letzte Schachtel. Den mache ich mit Dimensionals drauf. Auch wieder recht hoch. Und dem gebe ich einen Luftballon in die Hand, beziehungsweise an den Rüssel. So. Und dann den Spruch noch. Da nehme ich mir ein Dimensional und schneide ihn in der Mitte durch. Ihr könntet auch Mini-Dimensionals nehmen, aber die habe ich mir jetzt gerade nicht rausgesucht, deswegen mache ich das jetzt so. Und den setze ich einmal hier unten hin. Genau. Süß, oder? Also ich finde die Verpackung sehr schön. Und ja, ach so, nee, ich habe ja noch was vergessen. Da fehlt ja noch ein Band. Und zwar nehme ich da jetzt das Band in Papaya. Das lege ich mir hier einmal um die Verpackung rum. Und binde dann eine Schlaufe. Enden kürze ich mir noch ein Stück. Und fertig ist die Schachtel. Genau. Ich hoffe, euch hat meine Schachtel gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da oder abonniert mich. Natürlich freue ich mich auch immer über nette Kommentare. Ich wünsche euch nun viel Spaß beim Nachbasteln. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Mona.